Willkommen bei PCGM Hardware. Thema heute PCI Express 4.0. Nein, nicht PCI Express 4.0 auf X470 und B450 Mainboards, obwohl da gerade das jetzt ganz heiße Thema ist heute, dieser Tage. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ein Hersteller sagt, das kann laufen mit meinen UEFIs, dann glaube ich auch, dass es zumindest in vielen Fällen laufen wird. Da brauche ich nicht viel zu testen. Und umgekehrt kann ich im Moment keine wirklich einen Lasttest mit PCI Express 4.0 machen, weil ganz ehrlich, wir haben SSDs, die schaffen maximal 5 GB pro Sekunde. Das heißt, 4.0 ist nicht mal zu 60% ausgelastet. Und bei den Grafikkarten ist mir auch noch kein guter synthetischer Test untergekommen, der wirklich kontrolliert den PCI Express Bus belastet und prüft, ob alle Daten richtig ankommen. Ich sag mal, mit irgendeinem Benchmark-Test, der durchsetzen misst, irgendwelche Fake-Daten zu verschicken, ist zwar relativ einfach, aber wenn da tatsächlich am Ende nur 50% Schrott bei der Karte ankommt, merkt man das nicht unbestimmt. Deswegen verzichte ich erstmal beim Test drauf. Aber wir haben schon viele Fragen bekommen, ob wir nicht überhaupt nochmal allgemein erklären können, wie es denn mit PCI Express ist und was sich mit 4.0 auf den Mainboards ändert. Denn tatsächlich ist es nicht einfach nur eine höhere Geschwindigkeit. Und genau das wollen wir heute mal machen. Zum Einstieg nochmal ein Rückblick auf X470, die letzte ARM4-Generation. Der X470 selbst ist dabei uns relativ egal, weil er nur sehr langsame Lanes hat. Was uns interessiert, sind die schnellen Lanes, die im PCI-Express-Controller der CPU sitzen und damit vom CPU-Sockel ausgehen. Und die führen auf quasi allen Mainboards dieser Generation zu den Grafikkarten-Slots und zum primären M2-Slot. Letzten war ignorieren wir an dieser Stelle mal weitestgehend, weil das Routing dahin relativ einfach ist. Aber bei Grafikkartenslots finden wir auf Boards mit SLI-Unterstützung wie diesem hier schon die erste Besonderheit für PCI Express, nämlich sogenannte Splitter. Typischerweise in Vierergruppen zu finden, manchmal auch in zwei Zweiergruppen hier auf beide Seiten des Slots verteilt. International werden diese Bauteile auch als Switches bezeichnet. Es sind praktisch einfach Schalter, die zwischen zwei Zuständen hin und her schalten können. Ich gebrauche Switch an dieser Stelle ungern, denn es gibt auch noch echte PCI Express Switch, deren Funktion denen eines Netzwerkswitches ähnelt. Das heißt, die schalten nicht zwischen zwei Zuständen her, sondern die leiten Datenpakete zwischen diversen Endgeräten hin und her. Und das hat eine komplett andere Funktion, wenn man sich die Leistung der Anbindung, die Möglichkeiten der Anbindung anguckt. Die viel weiter gebräuchlichen Bauteile sind aber, wie gesagt, diese sehr einfachen hier, diese Splitter. Und die arbeiten im Prinzip so, dass eine LAN von der CPU reingeht, beziehungsweise pro Bauteil können tatsächlich zwei reingehen. Und entweder geht sie auf der anderen Seite wieder raus, in eine Richtung, zum Beispiel zu diesem Slot. Oder es gibt einen alternativen Port, der dann zum Beispiel zu diesem Slot führt. Und das ermöglicht dem Mainboard in diesem Fall zwischen einer Konfiguration mit einmal 16 Lanes am ersten Slot und einmal 0 Lanes, einem dann nutzlosen zweiten Slot, und einer Konfiguration mit 2x8 Lanes hin und her zu schalten. Das heißt also, 8 der 16 primären CPU-Lanes gehen zu diesen Splittern und werden dann entweder in die hintere Hälfte dieses Slots geleitet, die ersten 8 Lanes sind fest verbunden, oder aber diese 8 Lanes von den Splittern werden in den zweiten Slot geleitet. Das ist, wie gesagt, bei 3.0 im Prinzip auch schon die Krönung der Technik gewesen. Und da gab es auch nie Probleme. Aber wenn wir jetzt zu 4.0 gehen, werden wir gleich sehen, werden diese Splitter eine ganz wichtige Rolle einnehmen. So, jetzt also das Gleiche auf einem X570 Mainboard. Auswahl der Mainboards heute übrigens nach dem Kriterium, dass man möglichst keine Abdeckung darüber hat, die sich schlecht abschrauben lassen. Das nur am Rande. Aber vom Layout her, das ist das, was uns eigentlich interessiert. Und wir sehen hier wieder diese typischen Vierergruppen von rechteckigen Bauteilen. Tatsächlich ist es genau das gleiche Package-Format. Aber wir sehen schon, wir haben zwei Vierergruppen. Was heißt das jetzt? Kann das Mainboard 16 Lanes hin und her schalten, dass man auch eine 0-16-Konfiguration fahren kann? Oder hat es einfach viel mehr Lanes allgemein? Beides natürlich falsch. Sowas mit vieles machen die Hersteller nicht. Und wenn man genau drauf guckt, wird man auch feststellen, dass diese Bauteile unterschiedlich beschriftet sind. Es ist also wie so oft in der Elektronik, es wird zwar das gleiche Package verwendet, aber das heißt noch lange nicht, dass der gleiche Chip drin steckt, sondern es ist einfach nur das Format. Da gibt es halt ein paar Standardformate und das ist viel, viel einfacher, wenn man die auch für Chips, die eigentlich in einem anderen Format genauso funktionieren würden, wiederverwendet, weil man dann einfach nicht so viele verschiedene Maschinen für die Fertigung braucht. In dem Fall haben wir hier unten unsere altbekannten Splitter. Das heißt, hier kommen Lanes rein, die mehr oder minder aus Richtung CPU kommen und werden entweder in diesen Slot geleitet für eine X8-Konfiguration oder sie werden genutzt, um die hintere Hälfte dieses Slots auszufüllen, damit wir hier eine Grafikkarte direkt mit 16 Lanes betreiben können. Vor den Splittern sitzt aber noch eine zweite Reihe von Bauteilen. Und das sind sogenannte Redriver oder Retimer. Und die sind das Neue bei PCI Express 4, denn PCI Express 4.0 stellt viel höhere Anforderungen an die Signalqualität, die beim Endgerät ankommt. Ist klar, wir haben die Datenrate verdoppelt.
nutzen aber genauso viele Leitungen. Das heißt, jede einzelne Leitung muss mit der doppelten Taktfrequenz arbeiten. Und wer sich erinnert, wie lange es schon gedauert hat, um von PCI Express 2.0 auf 3.0 zu kommen, und wer vielleicht noch als technisches Teil Hintergrund hat, dass um das überhaupt zu schaffen, auch noch die Fehlerkorrektur geändert werden musste, sodass eigentlich nur die Netto-Datenrate fast verdoppelt wurde, aber tatsächlich nur 80% mehr Bits über die Leitung wandern müssen, der weiß schon, jetzt nochmal eine Verdoppelung hinzulegen, das wäre so ohne weiteres nicht möglich gewesen. Was man deswegen gemacht hat, ist, man hat die Anforderung an die effektive Leiterbahnlänge deutlich gesenkt. Das theoretische Maximum, sage ich mal, ist für Desktop-Mainboards nicht wirklich repräsentativ. Das wären bei PCI Express 3.0 wohl bis zu 20 Inch oder über 50 cm gewesen. Das hat natürlich ein Desktop-Mainboard mit zudem von Steckverbindung zu Steckverbindung mit weiteren Signalverlusten nie geschafft. Aber zum Vergleich, bei PCI Express 4.0 soll der theoretische Maximalwert jetzt bei 10 bis 12 Inch, also um die 25 cm liegen. Das ist also schon eine drastische Reduktion und in der Praxis, wie gesagt, mit anderen Signalquellen in der Nähe, die Störungen verursachen können, mit halt nicht unendlich perfekten Leiterbahnmaterial und halt vor allen Dingen auch mit einem Sockel, der eine lösbare Verbindung darstellt, mit einer Steckkarte, die auch nicht die Qualität einer Lötverbindung erreicht, sind viel, viel kürzere Entfernungen möglich. Um jetzt aber trotzdem die Strecke vom Sockel bis zum untersten Slot zurückzulegen, muss man sich natürlich was einfallen lassen und die Lösung sind halt diese Redriver. Das sind im Wesentlichen Verstärkerschaltungen. Das heißt, das Signal geht rein, wird hier einmal digital ausgewertet. Man hat zum Beispiel, eigentlich sollten ja Nullen und Einsen kommen. Jetzt kommt zum Beispiel eine 0,6 an. Da kann man sagen, okay, das war mal eine 1. Und der Redriver gibt dann wieder eine klare 1 raus. Das verstärkt das Signal also, gibt ihm seine alte Qualität zurück, sodass es theoretisch noch einmal die gleiche Entfernung zurücklegen könnte. Wie man aber schon sieht, das Ganze hier ist nur viermal verbaut. Zwar auch jeweils wieder für 2 Lanes pro Chip-Package. Das heißt also, insgesamt werden 8 Lanes verstärkt, aber es werden nicht alle 16 verstärkt. Und das ist jetzt nämlich der spannende Teil, wenn wir uns mit der Kompatibilität von PCI Express 4.0 oder der Möglichkeit in älteren Mainboards beschäftigen. Denn tatsächlich reicht für die Entfernung vom Sockel bis zum ersten Slot in der Regel noch die direkte Signalqualität von der CPU aus, ohne Redriver. Den Redriver brauchen wir erst, wenn wir eine größere Entfernung zurücklegen wollen und wenn wir vor allen Dingen noch einen Splitter dazwischen schalten, denn natürlich hat auch jeder Chip, der irgendwo im Signalweg liegt, negative Einflüsse auf die Signalqualität. Wie ich schon beschrieben habe, diese Splitter sind eigentlich einfach nur Schalter, die werten das Signal an sich nicht aus, die leiten es einfach nur an Port A oder Port B und dazwischen sind sie im Prinzip einfach nur ein Widerstand, eine weitere Stelle, wo Überspringen oder Crosstalk stattfinden kann. Und wir haben also relativ negative Einwirkungen auf die Signalqualität. Bei 3.0, PCI Express 3.0 hat das einfach immer noch so gereicht. Jetzt bei 4.0 müssen wir Lanes, die über Splitter und größere Entfernungen gefährdet werden, zwingend verstärken. Um das zu verdeutlichen, kann ich hier nochmal ein X570 Mainboard ohne SLI-Unterstützung zeigen. Und da sehen wir gar nichts. Es hat natürlich keine Splitter, weil es kann seine 16 Lanes nicht umleiten, die sind fest auf dem ersten Slot. Ist mit dem abnehmenden Interesse an SLI eigentlich auch die beste und eben günstigere Lösung. Deswegen jetzt auch bei zunehmend mehr AM4 Mainboard zu finden. Aber es gibt hier auch keine Redriver. Auch auf der Platinenrückseite kann ich kurz zeigen. Manchmal werden Bauteile auch da versteckt. Gibt es nichts derartiges. Also wenn man einfach nur sauberes Leiterbahnrouting über eine Entfernung von hier, ich sag mal, was sind das, 8 cm vom Sockel zum ersten Slot machen will, ist das auch mit PCI Express 4.0 möglich. Man muss halt nur darauf achten, dass die Leiterbahnen sauber geführt sind und dass nicht irgendwelche benachbarten Datenleitungen, zum Beispiel USB 3.1 oder so, hat ja auch eine sehr ähnliche Frequenz, dass die keine Störungen auf die Leiterbahnen induzieren von PCI Express 4.0. Und all das einfach nur sauber arbeiten, das war natürlich eigentlich schon immer möglich. Es war für PCI Express 3.0 nicht nötig. Und natürlich gehen höherwertige Platinenmaterialien und mehr Aufwand beim Routing auch mit zusätzlichen Investitionen einher, wenn man sie sicherstellen möchte. Wenn man zum Beispiel ein sehr einfaches B450 Mainboard designt hat, wo nichts in der Nähe war, das für Störungen hätte sorgen können und wo deswegen auch das Leiterbahnrouting vom Sockel zum Slot sehr einfach war, weil einfach Platz da war, es war keine anderen Komponenten verbaut, dann kann es durchaus auch sein, dass eine alte Platine die Signalanforderungen von PCI Express 4.0 erfüllen könnte. Und genau das ist jetzt halt das spannende Thema mit den aufgetauchten Beta-UEFIs von Asus, die gesagt haben, einige unserer alten Mainboards haben die Qualität, um das zu machen. Wohingegen AMD gesagt hat, nee, das ist ein altes Mainboard, das machen kann ja gar nicht sein.
Wie der Streit am Ende ausgeht, werden wir sehen. Rein technisch kann halt beides stimmen. Man muss tatsächlich bei jedem einzelnen Mainboard gucken, ob es möglich ist. Was wir aber halt bei Asus an der Compatibility zum Beispiel auch ablesen konnten, ist, was nahezu ausgeschlossen ist, dass eine alte PCI-Express-Kombination, die über Splitter geleitet wird, 4.0 kompatibel ist. Denn natürlich müssen auch die Splitter selbst die Signalqualität von 4.0 unterstützen. Und das sind halt Bauteile, die auch die Mainboard-Hersteller nur einkaufen. Und die wurden halt damals fest für die Qualitätsansprüche von 3.0 designt. Und man hat es gesehen, alle SLI-unterstützenden Boards auf der Asus-Liste hatten entweder gar keine Unterstützung für 4.0-Grafikkarten oder maximal für X8. Das heißt, die ersten 8 Lanes, die zum primären Grafikkarten-Checkbox geleitet wurden, die waren potenziell PCI Express 4.0 kompatibel, aber die hinteren 8 Lanes, die erst zu den Splittern gehen und dann entweder in den zweiten oder an den ersten Slot geleitet werden, die sind wegen der Splitter definitiv auf 3.0 beschränkt. Da ist die Signalqualität für 4.0 einfach nicht zu schaffen. Ich vermute auch ehrlich gesagt, dass AMDs Politik dahinter, generell nur 3.0 für Ryzen 3000 in den 400er Mainboards vorzusehen, unter anderem auch auf diesem Zustand zurückzuführen ist. Denn zum einen wird die Kompetenzliste wesentlich komplexer, wenn man solche Feinheiten berücksichtigen will. Und als CPU-Hersteller hat man dann irgendwann ein Marketingproblem, wenn man 10 Sternchen-Texte unten dran hängt. Zum anderen ist es natürlich auch für zumindest einige Mainboard-Hersteller sehr unschön, wenn sie jetzt den Käufern ihrer High-End-Multi-GPU-Board sagen müssen, Edge, bei dir geht's nicht. Während die Käufer der billigen B450-Platinen, die nie Multi-GPU konnten, fröhlich aufrüsten und die neuesten Standard nutzen können. Das haben wir schon damals beim Wechsel von 2.0 auf 3.0 im Sockel 1155 gesehen. Auch da waren einige Mittelklasse-Mainboards durchaus aufwärtskompatibel. Aber die meisten Mainboard-Hersteller haben es ehrlich gesagt vermieden, einen Bonus für die alten Billigkäufer herauszugeben und dabei die alten High-End-Käufer vor den Kopf zu stößen. Die haben lieber einfach direkt die neue Generation an Mainboards verkauft. Ist aus Kundensicht natürlich ein bisschen ärgerlich, auch wenn man, ich denke, die Logik dahinter durchaus nachvollziehen kann. Fazit also, aus Anwendersicht funktioniert PCI Express 4.0 immer noch wie gehabt. Es gibt Verbindungen von A nach B. Man muss bei den Mainboard-Spezifikationen aufpassen, ob es nicht auch mehrere verschiedene Bs gibt, die gar nicht gleichzeitig aktiv sein können. Aber im Wesentlichen ist es halt immer noch PCI Express. Es soll ja auch voll kompatibel bleiben. Auf technischer Seite sind die gestiegenen Signalanforderungen aber deutlich anspruchsvoller gewesen und geworden. Deswegen ist auch die Komplexität für ein gut funktionierendes Mainboard deutlich höher. Und wie gesagt, solange man nur kauft, braucht einen das nicht zu interessieren, denn schließlich schreibt einem der Mainboard-Hersteller hin, was möglich ist. Und dafür muss er später auch gerade stehen. Und ich sag mal, da hat sich auch schon sehr lange kein Mainboard-Hersteller mehr ein paar Zahlen erlauben lassen. Wenn man aber über die technischen Möglichkeiten diskutieren möchte, insbesondere auch älter Platinen, dann kommt man nicht drum herum, diese ganzen Details zu berücksichtigen. Ansonsten weist man ganz schnell die Schuld dem Falschen zu, für was auch immer vorgefallen ist. Deswegen hier mal als kleines Aufklärungsvideo dieser Überblick und als Grundlage für weitere Diskussionen. Beachtet das, man kann PCI Express 4.0 Geschwindigkeit auf verschiedene Arten erreichen, man kann sich auf verschiedene Arten verstellen und was im Einzelfall gerade auf welchem Mainboard vorliegen könnte, sollte oder soll, je nachdem, ob man es von User-, Hersteller- oder CPU-Herstellerseite betrachtet, das ist durchaus ein komplexeres Thema.